Es geht ja ein bisschen schräge weg, ne? Das waren, ich weiß schon, das waren hoch. Was liegt da denn? Ach, das ist ein Re hoch. Man wird ja hochgeschleudert. Würde mich interessieren, weil es ja schräg ist, ob man auch schräge weggeschleudert wird. Ach so, super. Aha, alles klar. Nein, man wird nur einmal. Ich schätze, dass das Re. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Ich bin der Maruk und wir sind wieder zu Hause. Ja, und unsere Nachbarn sagen schon, moin Kollege. Jo, ich dachte, ich hole euch hier schon mal mit rein. Ich habe also einen Schildkrötenpanzer geholt. Sprich, eigentlich habe ich zwei, es wird mir aber nur einer angezeigt. Stack das mal eben weg. Er ging tatsächlich ganz gut mit dem Teil. Ging tatsächlich ganz gut mit dem Teil, aber nur wenn ihr auf Wegen fahrt. Also ich bin viel auf Wegen gefahren. Und ich muss sagen, das ging denn schon auch schneller, als wenn man querfeldein geht, ne? Und echt total cool eigentlich. Was ich allerdings auch nicht verstehe, hier wird ein Golfplatz angelegt, aber kein richtiger Weg. Na gut. Lassen wir das mal dahin sein. Oh, ich habe auch. Sagt mal schnell, die Tür, die muss ich nochmal abbauen und neu bauen, das nervt mich. Einen Golfschläger gefunden. War aber unspektakulär. Also da wollte ich euch jetzt nicht mit reinholen. Fand ich jetzt ein bisschen, nee. Also der Golfschläger war wie folgt, ne? Bleib da, wo du bist. War auf dem Golfplatz an einem Golfwagen. Da waren sogar mehrere Golfwagen mit mehreren Golfschlägern. Also das ist alles gar kein Problem. Ganz schön licht geworden hier bei uns, ne? Mann. Aber egal. Ja, genau. Etwas licht geworden. Quatsch. Der Golfschläger. Dann war ich wirklich kurz am Überlegen. Soll ich euch mit reinholen? Weil das war der Hammer. Da waren die Normalos gegen die Krabbler, waren auf dem Golfplatz am Kämpfen, aber bestimmt 10 Stück oder so insgesamt. Da war ich echt am Überlegen, hole ich euch rein? So, will ich euch das zeigen? Aber ich habe mir gedacht, komm, nee, lasst uns, wird das wieder nichts. So, schaut mal, Molotow-Cocktails haben wir 6 Stück. Mollys haben wir 6 Stück. Jo. Verbraucht kein Molotow-Cocktail. In dem Sinne sind diese Dinger dann ja vielleicht doch nicht so blöde. Das sieht doch hier ein bisschen kaputt aus, oder? Was sagt ihr? In dem Sinne würde ich ja dann fast sagen, da bauen wir doch noch eine hier hin. So. Alle. Ich würde dann total sagen, sogar so eine nochmal. Ich meine, klar, jetzt wird eine fehlen. Ne, jetzt fehlt auch keine. Ah, von denen fehlt eine. Alles klar. Okay, von denen fehlt eine. So, da eine Falle, da eine Falle. Jetzt probieren wir die Schildkrötenfalle aus. Ich hoffe, ich habe genug Mats dafür. Lasst mich mal kurz mal gucken. Lasst mich mal kurz gucken. Also ich habe eigentlich 2 Schildkrötenpanzer besorgt. Pass auf, ich zeig euch das noch mal kurz. Er zeigt mir aber nur eine an. Aber es lag keine rum. Eine, so. Na? Okay, Falle. Na, da würde ich mal sagen, wir machen mal hier. Ich will es mal ausprobieren. Okay. So. Nee, war tatsächlich nur eine. Also ihr könnt nur eine Schildkrötenpanzerung mitnehmen. So. Dann flitze ich einmal ganz kurz rein. Speicher ab und dann testen wir das Ding mal. Okay. Dann testen wir das. Und dann werden wir mal die wunderhübschen Ressourcen von unserem Kelvin aufbrauchen.
So, ich habe jetzt so gedacht, also mein Ziel ist, weil es geht ja, ihr wisst, es geht ja ein bisschen schräge weg, ne? Dass man, ich weiß schon, dass man hoch. Was liegt da denn? Ach, das ist ein Re hoch. Man wird ja hochgeschleudert. Würde mich interessieren, weil es ja schräge ist, ob man auch schräge weggeschleudert wird. Achso, super. Aha, alles klar. Nein, man wird nur einmal. Ich schätze, dass das Reh darauf gehüpft ist. Ja, das ist doof. Ich glaube, ich habe aber schon genug Fleisch am Mann, ne? Muss ich gleich mal schauen. Okay, davon, das muss ich gleich mal einlagern. So, gut. Dann würde mich ja schon interessieren. Kann ich dich mitnehmen? Ja, das ist schon mal sehr gut. Dann würde ich nämlich sagen, ich packe das Ding mal hier hin. Kann ich nur so aus reiner Neugierde? Warte mal kurz. Alter, was knallt das Ding? Schade, ich kann die da nicht hinsetzen. Aber wisst ihr, was das ist? Das knallt ja ordentlich, ne? Das ist natürlich wie so eine Art Warnungsgeschichte. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber ich sehe gerade. Oh, will ich da durch? So, jetzt ist natürlich die große Frage. Das ist natürlich hier. So. Nee, jetzt nicht die 9 drücken, weil du hast das ja abgelegt. Ja, ich müsste halt nach unten halt wesentlich mehr mit weg machen. So, gucken, komme ich da durch? Weil wenn ich da durchkomme, kommt die anderen ja auch da durch. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, so ganz ausgereift ist meine Spike-Falle noch nicht. Aber wir werden sehen. Zoom. Das wird schon. Das wird schon. So, alle Fallen aufgestellt. Bestimmt die vorne noch nicht. Und dann marschieren wir hier einmal rein. So, habe ich die hier oben? Ja, die ist am Start. Oh, das werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen ändern. Gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Machen hier endlich mal weiter. Dass wir unsere Dings aufgestellt kriegen. So, ach so, ich war hier hinten doch entgangen, ne? Stimmt. Was, warum bin ich hiervon ab? Da habe ich gedacht. Das sieht auch hier kurz. Das Ding sieht auch echt kurz aus hier. Nee, du musst das so machen. Dann musst du das so machen. Ich glaube, der hat den abgehackt, oder? Nee, nee, das ist schon lange gewesen. So. Wie krieg ich. Ich habe das doch da auch hingekriegt. Ach komm, was soll das? Seht ihr, ich kriege den nur so darüber. Ich kriege den nicht. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum bekomme ich den nicht da so rauf wie bei dem anderen auch? Ich kriege dich so rüber, ich kriege dich so rüber, ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich möchte das eine Höhe haben. Ah, jetzt. So, jetzt. Dann hacke ich den weg.
Dann kann ich den nehmen. Dann haben wir es. Ich kann das zwar nicht unter rausnehmen, aber ich bekomme halt eine gerade Fläche. Das ist halt... Okay, warum geht das jetzt nicht? Was ist da? Wie? Wartet, wartet mal. Das muss ich mal ausprobieren. Was machst du denn da jetzt? Nee, das will ich nicht. Was war das denn? Ah, aber... Ah ja, das ist ja cool. Oder kann ich mit um? Ich weiß jetzt ja nicht, warum kann ich dich denn jetzt nicht wegnehmen? Ich probiere mal was. Wisst ihr, wahrscheinlich bricht mir jetzt alles zusammen. Hey, hab ich mich gerade erschrocken. Das ist mein Hund, der hat mein Greenscreen ein bisschen durcheinander gebracht. Hallo, Eule! Kollege. So, was ist jetzt alles runtergekommen? Ah, komisch, komisch. Ja. Also, das ist drauf. So. So. Ja, da kann man ja mit leben, ne? Und jetzt müsste ich noch einen dazwischen. Also hier unten ist es mir auch egal mit den Stützen. Dass das hier so viele Stützen sind, ne? Es ist mir ziemlich Huppe. Okay, mal gucken. Jo. Sehr geil. Das hat ja funktioniert. Das hat ja sogar besser funktioniert, als ich dachte. Also ich nehme jetzt hier auf dem Boden auch nicht großartig Rücksicht, ne? Also wie jetzt die Verlegung der Planken ist, weil ich mag es eigentlich schon ganz gern. Also es ist bei mir so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite bin ich so ein kleiner Monk und sage, es muss schon so und so sein. Auf der anderen Seite finde ich es dann auch mal ganz nett, wenn es halt mal auch ein bisschen durcheinander ist. Gerade so bei Holz, weil Holz ist eh ein Naturprodukt, das wächst eh nicht so, wie es ist, es lebt. Und das ist auch nicht immer alles hundertprozentig gerade und schier. Da finde ich das dann schon ganz angenehm. So. Mega gut. Es wird. Ja, schön, das haben wir hingekriegt. Das ist gut. Dann hoffe ich ja, dass ich das hier auch so hinbekomme. Ja, wir werden sehen. Da werde ich schon. Ich meine, wenn wir es da hingekriegt haben. Es hat bis jetzt noch nicht geregnet. Wisst ihr das eigentlich? Es hat hier bis jetzt noch nicht geregnet. Hm. Klar, das wird offen bleiben. Logisch, wegen unserer... Linksgeschichte. Ich setze da. Nee. Ich dachte, ich kann den da einmal als Verstärkung reinsetzen. So, ist das. Wie spät ist denn das schon wieder hier? 16 Uhr und, okay. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist diese Lagerfeuergeschichte, dass sie das irgendwie noch nicht im Griff haben. Weil, guck mal, wenn ich jetzt. Ich kann ja eigentlich eine Holzscheit. Nee, was machst du denn da? Was soll denn das? Ich kann ja eigentlich eine Holzscheit nehmen. Und rein theoretisch müsste der da jetzt rein, aber ich kann nur das Feuerzeug machen. Dann schmeißt er das da hin, ja super. Und dementsprechend brennt das Feuer nicht. Reiß ich es wieder ab? Ist das kein Problem? Ich meine, wisst ihr, ich kann nichts machen. Oh, ich muss das Fleisch wegbringen, Leute. Ich muss das Fleisch wegbringen. Mal sehen, was haben wir denn hier? Das... Ist das schon alles fertig? Nee, nicht wirklich. Ah, dann braten wir uns das ab, oder? Braten wir uns das ab. Leg den doch mal bitte zur Seite. Und irgendwann ist das Feuer weg. Also das verstehe ich noch nicht so ganz.
Wie viel kann ich denn da raufschmeißen? Okay, das war's. Ach. Ich sehe das ja immer so schlecht, ne? Ja gut, wenn es verbrennt, verbrennt es. Also kann ich ja auch nichts mehr machen. Ja. Ja, cool. Dann haben wir gleich den Boden. Dann kann ich hier unser Lager weiter. Und wenn wir unser Lager haben, Dach drüber. Ganz nach oben soll... Bin ich am Überlegen. Ich habe da doch so ein kleines Hirngespinst. Ich weiß nicht, ob es schon fertig ist. Ich nehme es einfach jetzt mal raus, nur mal um zu gucken. Aber höchstwahrscheinlich ist es noch roh. Ja, ich sehe das total mies. Gekochtes Fleisch, gekochtes Fleisch. Dann wird das andere jetzt... Ach nee, eins war ja roh, ne? Eins war ja tatsächlich roh. Ja, nee, alles gut. Ich würde gerne, weil wir hier ja doch recht groß sind, tatsächlich... wir brauchen ja noch ein Treppenhaus. Hier in die Mitte einen Turm setzen. Ein Turm, der bis oben hoch geht. Ein Turm, der bis oben hoch geht, ja. Also durch die zweite Etage durch. So wie so ein kleiner Wachturm. Dann oben. Das Problem ist halt, um Dach zu generieren, das seht ihr da, ich kann nicht einmal eins. Ich müsste... Allerdings wird das dann zu groß, denke ich. So, wartet mal. Wenn ich jetzt sage, so, das einmal eins, da kriege ich ja... Nee, das... Wir können uns das ja einfach mal anzeichnen. Nur mal so... Wenn ich jetzt sage, ich will dir hier so ein Treppelhaus hin haben. Das wird echt fett, ne? Das wird schon echt fett. Okay, der müsste natürlich dann nachher weg. Den müsste ich umsetzen. Der würde dann hier hinkommen. Dann würde der nächste hier... Das ist ein ziemlich brachialer Turm, oder? Ich meine... Soll ja hier ein Lager werden. Ich muss ja eh erstmal in die Mitte noch was setzen. So. Ich gehe mal kurz pennen. Lass uns mal schnell schlafen. Dass es wieder hell wird. Okay. So. Schanuck, Schanuck. So. Ich will ja nur mal sehen, wie es aussieht. Puck. Ah ja, das könnte schon was werden, Freunde. Wenn wir sagen, so, na, dann können wir auch eine Treppe schön hier reinbauen, glaube ich. Hier unten lassen wir das auch offen. Eventuell, vielleicht. Dann könnte ich Regale... Warte, lass mich mal sehen. Kann ich die Regale... Habe ich ein leeres Regal hier irgendwo? Ja, hier. Ah, das kann ich mitnehmen. Das ist cool. Nur mal sehen, dass ich den Laufweg nicht ganz so versperre. Gut, hier ist, geht das sowieso, weil wir ja ziemlich weit raus sind. So. Ich wollte ja sowieso das hier relativ offen haben. Und dann kann ich doch eigentlich einfach sagen... Ah, pass auf, nehmen wir mal, ich nehme mal nur die Ecke hier damit, weil ich gerade hier das... So, guckt mal. Dann würde ich das hier am Rand hinbauen. Dann hätten wir hier überall Lagerregale. Das ist doch super. Hätten wir hier einen Turm. Dann geht hier natürlich, wird trotzdem hier einmal komplett überdacht. Oh ja, das gefällt mich. Das gefällt mich. Ich habe Durst. Das gefällt mir. Gut, dann lass uns mal den Boden noch einmal schnell zu Ende bauen. So, trink mal noch einen Schluck. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, was haben wir hier an
Essen ist hier schon Essen fertig. Aber ich glaube, ich habe doch noch so viel hier auf Tasche, ne? Cooked Fleisch. Boah. Ja, mega gut. Ja, doch, doch, doch. Das machen wir so. Keine Ahnung, ob der jetzt ganz ist. Wo ist eigentlich unser Kelvin? Weiß das jemand? Der ist doch hoffentlich nicht. Ach so, das ist so ein halbes Ding, ne? Kelvin, wir brauchen Stämme. Kelvin und Virginia. Gucken gleich mal. Ja, weil den in der Mitte kann ich herausnehmen. So, guck mal. Das ist doch mega. Oh, was ist denn da unten los? Ich habe ja auch schon etliches an Armbrustbolzen geholt. Hier ist schon wieder eine Falle ausgelöst. Okay. Boah, das machen die Spikes, aber warum geht meine... Okay, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Scheint zu funktionieren. Hat sich wohl tatsächlich mal gelohnt, was wir hier gebaut haben. Zumindest als Fleisch. Da sehen wir, sobald ihr Spikes... Ihr braucht allein nur Spikes aufzubauen, um Viecher zu fangen, ey. Okay, aber warum ist meine Linkshalle nicht ausgelöst? War das ein Grund? Die ist... Doch, die ist ausgelöst, tatsächlich. Draußen erst ist natürlich dann in Anf in Anführungsstrichen der Nachteil. Ihr müsst natürlich eure Fallen immer spannen, ne? Kelvin! Gut, dass du da bist. Du könntest mal bitte Stämme besorgen, ja? Machst du das? Ich meine, du hattest jetzt ja genug Pause, Kollege. Lass mich mal kurz gucken. Lag hier noch irgendwas? Falle spannen. Ja, also wie ihr schon seht, ne, also die Dinger, das ist schon nicht schlecht. Finde ich gut. Doch, gefällt mir. Gefällt mir. Eventuell kann man sich überlegen, ob man, man muss natürlich dann immer mal ein bisschen rumgehen, gucken, was kaputt ist. Oh, hier ist auch eine Falle ausgelöst. Da, unsere draußen Falle. Ja, aber es kann sein, dass das die natürlich durchs Reh ausgelöst wurde. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Ah, ja, ich weiß, das tat weh. Ich würde ja gerne. Kann ich so eine hier noch hinbauen? So. Steine finden. Ja gut, Steine dürfte ja nicht so das Problem sein. Ja, nehmen wir hier natürlich den Loot gleich mit, ne? Nehmen wir den Loot gleich mit, gerade wenn Munition mit im Spiel ist. So.
Ja, ich würde sagen, also Plan ist, die nächste Runde hier noch bauen, aber dann auch wirklich tatsächlich mal bauen. Und dann in der, warte mal, das wäre dann Folge 46, in der Folge 47 würde ich dann gerne mit euch in die Höhle, die wir als letztes gemacht haben, die große, um mal zu sehen, was wir da noch vergessen haben. Würde ich sagen. Würde ich sagen. So. Ja, das wird doch. Guck mal, da bauen wir echt so ein richtig schönes, fettes Türmchen hin. Was sagt er? Ja, Zeit ist schon wieder rum. Wir machen noch ein kleines Momentchen. So. Zack. So, pack mal da hinten hin. Kann ich den in der Mitte nämlich wieder rausnehmen? Das finde ich nämlich natürlich ganz geil. Wie gesagt, den lasse ich drin erstmal wegen der Seilbahn. Die wird ja noch umgesetzt. Und wow. Das wird denn. Ja, das ist doch cool. Mach erstmal da. Kann ich den dahin? Kann ich den rausnehmen? So. Gut. Und den ziehen wir bis ganz hoch. Oben würde ich ihn zumachen. Hier unten lassen wir ihn natürlich auf. Oben machen wir ihn dann zu. So, wir gucken mal, ob wir da. Ich hoffe, dass die Ebene hier so weit ist, dass ich hier keinen Halm mehr brauche, dass es angeglichen ist. Komm, lass es gerade sein. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Dann kriegen wir, glaube ich, den Boden jetzt hin. Kriegen wir den Boden jetzt noch hin? Ah, ist schon eine coole, entspannte Nummer. Hier muss ich sehen, ob wir hier was hinbekommen. Das wäre natürlich, das können wir jetzt auch noch mal gucken. Ach, die Zeit. Ja, wir machen ein bisschen länger. Wir machen ein kleines bisschen länger. Wie gesagt, Treppenhaus ist klar, kann ich nicht zumachen. Hier kann ich nur, ah ja, das wäre dann wieder diese niedrige Geschichte. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das lasse ich dann tatsächlich offen. Ja, obwohl will ich eigentlich nicht. Wäre schon schöner, wenn es zu wäre, ne? Ich weiß es noch nicht. Weil man nämlich da von hier auch Sachen bekämpfen kann. Obwohl, das könnten wir auch von da drüben machen. Nö, wir lassen das dann so. Falsche Richtung. Da musst du lang. So, okay. Ja, so langsam scheint unsere Defense ja zu greifen. Was ich natürlich sehr genial finde. Was? Nimm mal erstmal die Axt in die Hand. So. Ja, das sieht doch schon klasse aus. Ah, hier ist doch noch was am Start, oder? Was läuft jetzt hier wieder rum? Das klang doch. Da guckt euch das mal an. Die können so durchlaufen, ne? Ach nee, das ist Kelvin. Hä? Kev. Aber wenn Kev so läuft, was heißt das? Oder? Alles ruhig. Und dafür natürlich, wäre natürlich so ein schöner großer Turm auch richtig genial. Aha. Ja, schön weggeklatscht. Hat's das Baby zerrissen. Ja, das ist cool. Gefällt mir.
Die finde ich natürlich ein bisschen weit weg. Aber wenn ich mir das ansehe, was da schon wieder hochkommt. Hey, 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 Kevin! Da müssen wir aber Dinge tun. Oder auch nicht. Vielleicht bleibt in der Luft. Okay, da können wir mit um. Okay. Ah, das hatte ich auf die 9 gelegt, genau. Ah, es ist was Normales. Da ist auch eine schöne Kiste. Ja, guck mal, Leute. Wer wird denn auf unserem großen Turm nachher sitzen? Ah, ist doch klasse. So, okay, gut. Dann lasse ich den Kleinen hier mal ein bisschen noch Sachen ranholen. Und dann geht's weiter. Da hinten haben wir auch noch ein bisschen Holz. So ist das nicht. Dann machen wir in der nächsten Folge hier nochmal weiter. Wow. Wenn man uns in Ruhe lässt. Gut. Dann schönen Dank, dass ihr dabei wart. Ich fand es mal ganz cool. Endlich mal wieder ein bisschen. Obwohl, die Zeit rennt so schnell, man kriegt es gar kaum mit. Ja, also, wie gesagt, macht's gut, euer Maruk. Ciao.